Was kostet es, einen Barbershop zu eröffnen und wie viel verdient man damit? Dafür bin ich heute im beliebtesten Barber in Mainz bei Daniel. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stühle. Daniel, was hast du damals für die Einrichtung gezahlt für den Barbershop? Ich hatte damals 60.000 Euro hier investiert und in der laufenden Zeit kam noch ein bisschen was dazu. Jetzt habe ich 7 Angestellte bei dir drin gezählt, Aushilfen, Vollzeit, Teilzeit. Was sind denn so deine Fixkosten im Monat? 15.000 bis 18.000. Okay. Und jetzt kommt die wichtigste Frage, wie viel verdient man denn damit? Und wie viel verdient man im Monat damit? Zwischen 30.000 und 45.000. Wo bist du eher so? Bei 45 wahrscheinlich?